Hallo, willkommen zu meinem Kanal Leben in Fülle. Heute geht es darum, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Also, ich bin in 2013, Herbst 2013, nach Deutschland gekommen. Wie du vielleicht in meinem vorherigen Video gesehen hast, ich habe in den USA studiert und wollte nach meinem Studium Medizin studieren. Und zu dem Zeitpunkt, also in 2012, ein Jahr bevor mein Studium zu Ende kam, habe ich mich angefangen, dann für Medizinschulen zu bewerben. Aber ich hatte überhaupt keinen Frieden dabei und das hat mich sehr überrascht, weil ich war so, hä? Gott, ich dachte, das ist aber kein Plan für mich. Warum habe ich hier keinen Frieden? Und habe das erstmal nicht verstanden. Und durch einige Herausforderungen habe ich im Endeffekt gemerkt, nee, also anscheinend das ist nicht Gottes Wille. Und ich habe das dann aufgegeben. Habe aufgehört, mich weiter zu bewerben und habe dann mein letztes Jahr, also meine Studiums angefangen, ohne zu wissen, was ich danach mache. Genau, als ich diesen Unfrieden hatte, ob ich mich für Medizinschule weiter bewerben soll, zu dem Zeitpunkt hat Gott dann auch Frauen in der Prostitution auf mein Herz gelegt. Und also ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte zu dem Thema. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Kentucky, in den USA, in einem Land, wo Prostitution verboten ist, außer in Las Vegas, in dieser einen Stadt. Aber ansonsten, also ist Prostitution verboten und also man sieht es einfach nicht. Das war irgendwie so, okay, ja. Irgendwie habe ich gemerkt, da tut Gott was in meinem Herzen. Und ich habe Gott gefragt, ja, was soll ich damit machen? Also soll ich dann irgendwie für diese Frauen beten? Und dann habe ich so im Internet geschaut, was gibt es für Organisationen, die diesen Frauen helfen? Und dann dachte ich, ja, vielleicht sollte ich mich dann bei Medizinschulen bewerben in Nevada oder in Kalifornien, sodass ich dann, ja, also da, wo es erlaubt ist, in Las Vegas, sodass ich mehr in der Nähe bin und irgendwie mich ehrenamtlich engagieren kann, während ich dann weiter studiere. Das waren so meine Gedanken, aber ich hatte immer noch keine Klarheit. Genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott das Thema auf mein Herz gelegt hat, hat Gott auch zu meinem Papa gesprochen. Also mein Papa hat diese Bibelstelle in Johannes 4 gelesen, wo Jesus eine Frau begegnet am Brunnen. Und diese Frau, also das war, es war heiß, es war mittags, also wo die Sonne am stärksten strahlt. Und diese Frau kommt mittags, also nicht früh am Morgen oder nicht am Abend, wo dann es kühler ist und wo die meisten Frauen dann kommen. Also sie wollte alleine sein und kam zu diesem Brunnen. Und da saß Jesus. Und er hat diese Frau angesprochen. Und das war krass zu dem Zeitpunkt, weil eigentlich sollte Männer die Frau nicht ansprechen. Es sei denn, die dann irgendwie andere Interessen haben. Aber Jesus hat sie angesprochen. Und diese Frau war eine Samariterin, was auch ein komplett No-Go war, dass Jesus als Jude mit einer Samariterin spricht. Also die zwei waren Feinde zu dem Zeitpunkt. Und sie war auch eine Frau, die auch ihre Geschichte mit Männern hatte. Also sie hat mehrere Männer gehabt in der Vergangenheit und hat dann zu dem Zeitpunkt mit einem Mann gelebt, der nicht ihr Ehemann war. Und Jesus wusste das, aber Jesus hat sie überhaupt nicht verdammt, sondern er hat sie ganz liebevoll, er hat
sie ganz liebevoll angesprochen. Und es ist einfach ein wunderschönes Gespräch. Ich ermutige dich, das zu lesen in Johannes 4 in der Bibel. Aber durch dieses Gespräch erkennt diese Frau, dass Jesus der Messias ist. Und sie wird so verändert von seiner Liebe und von der Wahrheit, die er ausspricht. Und verlässt diesen Brunnen komplett verändert, hat ihren Wasserkuch hinterlassen. Der Grund, warum sie eigentlich zum Brunnen gekommen ist, weil sie eben Jesus als das lebendige Wasser kennengelernt hat, was jede Sehnsucht stillt. Und das ist einfach wunderschön. Und diese Geschichte hat mein Papa gelesen. Und bei dieser Geschichte hat der Heilige Geist auch zu meinem Papa gesprochen und mein Papa gefragt, was machen eigentlich Christen, um Frauen wie diese Frauen zu helfen? Und mein Papa hat dann auch angefangen zu recherchieren im Internet, vor allem Dienste zu Frauen in der Prostitution. Und das war einfach krass, weil das war genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott auch zu mir gesprochen hat. Und meine Eltern haben davon erfahren, als meine Mama dann gefragt hat, wo ich mich bewerbe für Medizinschule. Und dann, als ich erwähnt habe, dass ich mich bei Schulen in Kalifornien bewerbe, dann war sie so, hä, warum so weit weg? Jetzt wohne ich in Deutschland. Aber dann habe ich das ihr erklärt und sie war so, krass, dein Papa hat auch was Ähnliches erzählt. Und das war einfach so cool, wie Gott nicht nur zu mir, sondern auch zu meinen Eltern gesprochen hat. Einige Monate später hat dann eine Freundin von mir von einer christlichen Organisation erzählt, wo man so 2 Jahre im Ausland, ein bisschen so wie FSJ, machen kann, aber eben christlich und verschiedene Projekte unterstützen kann. Und ich dachte, wow, das klingt richtig gut eigentlich. Das hat auf jeden Fall bei mir Neugier geweckt. Und dann habe ich auf der Webseite geschaut und habe so verschiedene Stellen angeschaut, auch was so medizinische Möglichkeiten anbelangt. Aber die haben mich gar nicht angesprochen, außer bei einer Stelle, wo es darum ging, Frauen in der Prostitution in Berlin, Deutschland zu helfen. Und ich hatte sofort Frieden und Freude. Ich habe mich dafür beworben. Ich wurde dann angenommen und dann kam ich im September 2013. Ich muss sagen, wenn Leute fragen, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ich sage sehr oft Gott. Also er ist die einzige Erklärung, weil ich wäre überhaupt nicht selber auf diese Idee gekommen, hier zu sein, hier zu wohnen, neue Kultur zu lernen, neue Sprache zu lernen. Aber ich sage den Leuten auch, aber es ist einfach krass, weil Gott kennt uns einfach viel besser, als wir uns selber kennen. Also der Grund, warum ich Medizin studieren wollte, war, ich mochte Naturwissenschaft und Mathe und fand auch Menschen einfach super spannend, Menschen zu verstehen. Und ich wollte irgendwie mit meinem Wissen Menschen helfen. Aber jetzt, seitdem ich hier bin und die Arbeit mache, die ich jetzt mache, also ich merke, eigentlich ist Sozialwissenschaft irgendwie viel mehr meins. Also wirklich die Menschen zu verstehen, die Gesellschaft zu verstehen, auch die Herausforderungen zu verstehen, Trauma zu verstehen. Hier in Deutschland leiden echt Tausende, Hunderttausende von Frauen, also hier nur in Deutschland, unter Prostitution. Also die meisten, mehr als 90%, kommen aus Migrationshintergründen, also kommen aus sehr prekären Situationen und in ihrer Vulnerabilität werden sie ausgenutzt und ausgebeutet in dem Namen von Prostitution. Und auch die Frauen, die das freiwillig machen, haben die Frauen oft selber Gewalt erlebt in der Kindheit oder haben irgendwelche Lügen geglaubt oder wurden irgendwas gesagt und dann
Und deswegen entscheiden sie sich für die Prostitution. Und nicht aus guten Gründen, sondern eher aus Selbsthass oder um überhaupt Kontrolle über ihren eigenen Körper zu gewinnen, indem sie sagt, okay, zumindest muss jetzt jemand dafür bezahlen, mich sexuell misszubrauchen. Was sie vielleicht in dem Moment nicht als sexuellen Missbrauch erkennt oder versteht, weil das einfach in der Kindheit verdreht wurde. Deutschland ist dafür bekannt als das Bordell Europas und ich hoffe sehr, dass auch gesetzlich sich was ändert in Deutschland. Dafür kannst du auch beten, dafür kannst du dich auch ganz praktisch einsetzen. Ich poste hier gleich einen Link zu einer Petition, die du unterschreiben kannst. Und wenn du dazu Fragen hast oder mehr erfahren willst, dann schreib mir gerne eine Mail an die Adresse, an meine Mailadresse. Hier siehst du das auch in der Beschreibung. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen.